seltsam, seltsam. Saturn und Jupiter auf einer Bahn. Jupiter, der Stern der Könige. Und Saturn, der Stern der Juden. Und dann so dicht beieinander. Da muss ein Königskind geboren sein im Land der Juden. Ahmed? Ja, Herr, was ist? Hol schnell Melchior und Balthasar. Wir machen eine weite Reise ins Land der Juden. Und wir nehmen einen Goldschatz mit. Ahmed hat erzählt, was du entdeckt hast. Das ist ja eine Sensation. Wir gehen auch. Wir nehmen Weihrauch mit und Myrrhe. Strampelhosen wären sicher besser für das kleine Kind. Jedoch ein Königskind muss standesgemäß geehrt und begrüßt werden. Komm, setz dich hierher und ruh dich aus. Ich schaue, ob ich eine Unterkunft für uns bekomme. Aber bleib mir bitte nicht so lange weg. Du weißt doch, ich kenne mich hier überhaupt nicht aus. Und ich bin nicht so gern alleine. Ich beeil mich. Ich finde schon was. Ich kenne mich doch von früher noch hier aus. Ja, bitte. Guten Tag, gute Frau. Ich suche ein Zimmer für meine Frau und mich. Ist aber nicht billig bei mir. Haben Sie Interesse? Ja. Dann bräuchte ich noch ein paar Angaben zur Person. Woher kommen Sie denn? Aus Nazareth in Galiläa. Mit Verlaub, mein Herr, was aus Nazareth kommt, was soll da schon Gutes kommen? So sagen die Leute schon hier bei uns. Haben Sie ein geregeltes Einkommen? Können Sie auch bezahlen? Aber selbstverständlich. Ich bin Zimmermann mit eigenem Betrieb und ich habe eine Menge Aufträge. Und was habe ich sonst noch von Ihnen zu erwarten? Spielen Sie vielleicht Trompete oder ein anderes Instrument? Ich möchte nämlich keinen Lärm in meinem Haus. Nicht für mich und auch nicht für meine anderen Gäste. Und auch sonst. Bitte nichts Außergewöhnliches. Und machen Sie mir kein Theater. Da wäre doch noch eine Kleinigkeit. Meine Frau ist schwanger. In welchem Monat? Im 9. Wohl eher im 10. Dann bitte nicht. Ich habe ganz gewiss nichts gegen Kinder. Aber eine Hausgeburt bei mir und ein Vater, der womöglich noch in Ohnmacht fällt, und ein plärrendes Kind und schmutzige Windeln nicht in meinem Haus. Bitte, gute Frau, gehen Sie oder ich rufe meinen Mann. Was sitzen Sie denn hier so einsam herum? Ach, gute Frau, mein Mann sucht eine Unterkunft für uns. Wir kommen zu Fuß aus Nazareth. Wir sind wegen der Volkszählung hier. Das wird schwierig. Das ganze Dorf ist voll mit Gästen. Wissen Sie denn nicht, wo wir unterkommen könnten? Das wird schwierig. Ich habe auch schon meine Eltern aus Jericho bei mir aufgenommen. Oh Maria, ich habe nichts gefunden. Nirgendwo ist Platz für uns. Hallo. Du, weißt du vielleicht, wo es noch eine Unterkunft gibt für die beiden? Das ist so ziemlich aussichtslos. Ich schlafe selber heute Nacht bei den Schafen auf dem Felde. Ja, du kannst das auch.
Aber die beiden, die brauchen noch wenigstens ein Strohdach über dem Kopf. Strohdach über dem Kopf? Da wüsste ich vielleicht noch was. Ihr könntet den alten Schafstall nutzen. Die Tiere sind alle noch draußen. Und der Stall steht leer. Schafstall? Das hört sich doch nicht schlecht an. Besser als gar nichts, oder? Ja. Und es ist auch noch Stroh da. Und es kann nicht reinregnen. Ach, Josef, was bin ich froh. Ich will mein Kind doch nicht im Straßengraben kriegen. Wir suchen das Kind bei euch am Königshof. Denn wenn, wo soll er sonst geboren sein? Mir ist auf jeden Fall kein Sohn geboren worden. Und wenn, dann müsste ich es schließlich wissen. Die Sterne lügen nicht. Hier muss ein Königssohn geboren sein. Ja, dann werden wir wohl mal die Schriftgelehrten fragen müssen. Die tun doch immer so, als wüssten sie alles. Die sollen nachlesen, was in den alten Schriften geschrieben steht. Dafür werden sie ja schließlich bezahlt. Ihr habt mich rufen lassen, mein König. Was steht geschrieben über den, der da kommen soll? Was steht geschrieben über den König der Juden? Das sehen wir hier bei Micha. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Und warum hat mir das bis jetzt keiner gesagt? Geht, ihr hohen Herren, und sucht das Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, dann gebt mir Bescheid. Ich möchte ja meinen Nachfolger auch gerne kennenlernen. Wir danken euch, Majestät, und werden euch unverzüglich unterrichten, wenn wir das Kind gefunden haben, und sagen, wo es zu finden ist. Und ich weiß auch genau, was ich dann zu tun habe. Dieses Kind darf niemals König werden. Ich bin der König. Und ich werde es auch bleiben. Dieses Kind aus Bethlehem wird mir meinen Thron nicht streitig machen. Für viel hat's nicht gereicht. Ein Stück Brot, Käse und eine Flasche Wein. Ha! Und teuer bezahlt. Von unserem bisschen Lohn. Man sollte streiken. Denn als Hirte verdient man heute kaum den Lebensunterhalt. Und wenn man mal was hat, dann zahlt noch nicht mal die Krankenkasse. Ob wir die Rente noch erleben? Wir haben es wenigstens warm am Feuer. Und wir sind abgehärtet. Andere sind noch viel schlimmer dran als wir. Ich habe eine Frau im Dorf getroffen. Die kriegt ein Kind. Wird mich nicht wundern, wenn es heute noch auf die Welt käme. Der Mann suchte vergeblich ein Zimmer. Was muss das ein Vergnügen sein, in der Zeit noch ein Kind zu kriegen?
Ich bin so froh, dass ich keine habe. Ich habe das Paar in den alten Schafstall geschickt. Da kann die Frau das Kind ja in die Krippe legen. Das wäre mal was Neues. Ich leg mich schlafen. Ja, gute Nacht. Seltsam, wie klar der Himmel heute ist. Und da der große helle Stern. War der eigentlich schon immer da? Na egal, Hauptsache die Schafe sind alle da. Um den Himmel soll sich ein anderer kümmern. Gute Nacht. Gute Nacht. Sagen. Fürchtet euch! Und Friede auf Erden, hat er gesagt. Gespenster sagen sowas nicht. Und Kind in der Krippe, hat er gesagt. Kind? Kind in der Krippe? Da haben wir doch vorhin von gesprochen. Ja, wenn das mal nicht unser Kind ist. In unserer Krippe. In unserem alten Schafstall. Ja, auf, da müssen wir hin. Ja, aber vielleicht ist das ja auch nur ein Trick. Der eine lockt uns von der Herde und die anderen nehmen die Schafe. Das ist kein Trick. Das war ein Bote Gottes, der da sprach. Und wenn Gott ruft, gehen wir. Und wenn er ruft, dann soll er sich auch um unsere Schafe kümmern. Genau. Wenn Männer Kinder kriegen müssten, ach, ich glaube, dann wäre die ganze Menschheit schon lange ausgestorben. Ach, Maria, ruh dich aus, leg dich schlafen. Ich pass auf den Kleinen schon auf. Ja, aber wenn der wach wird, dann sagst du Bescheid, gell? Der muss ja auch irgendwann mal Hunger kriegen. Aber klar. Wir suchen ein Zimmer oder besser drei. Bitte kommen Sie doch herein in mein bescheidenes Haus. Moment, wir suchen kein Zimmer. Wir suchen ein Kind. Kinder werden Sie bei mir nicht finden. Bei mir stört Sie kein Geschrei. Ach, die Wirtin können wir vergessen. Die versteht uns nicht. Gott mit euch, gute Frau. Vielleicht könnt ihr uns helfen. Wir suchen ein Kind, ein paar Tage alt höchstens. Ein Kind? Ein paar Tage alt? Ach, da war doch die Frau. Ja, versucht's mal im alten Schafstall.
Kommt, ich zeige euch den Weg. Unserem Stall brennt Licht. Du musst in unserem eigenen Stall doch nicht so zaghaft anklopfen. Da drin ist eine Dame, also klopfe ich. Oh, guten Tag, hallo. Braucht ihr etwa euren Stall wieder? Nein, nein. Wir wollten nur das Kind anschauen. Wo ist er denn, der Kleine? Ihr wisst schon von dem Kind. So kommt doch rein in euren Stall. Die Mutter schläft, das Kind schläft. Und dieses kleine Würmchen soll von Gott gesandt nun sein? Da muss er aber noch viel wachsen, bis er uns mal weiterhelfen kann. Ach, der wird schon noch größer. Bei dem Vater? Mir reicht schon ein Kind. Wenn das Gottes Sohn ist, dann muss er uns lieben. Und große, allmächtige Retter, die gab's schon genug. Die haben uns schließlich noch alle betrogen. Ein Kind zum Liebhaben, das lasse ich mir gefallen. Dann kommt endlich ein anderer Geist in diese Welt. Die Mutter schläft, das Kind schläft. Hier ein Fell für das Kind. Vielen Dank. Und wir Männer, wir werden erstmal was essen und was trinken. Wahrscheinlich ja, der Stern zeigt es an. Dann werden wir uns aber neu besinnen müssen, denn dieses Kind wird ganz bestimmt ein guter König werden. Reich wird er nicht sein und auch nicht mächtig. Soldaten wird er nicht haben und keinen Palast. Aber er wird die Herzen anrühren. Gott liebt diese Welt. Die Hirten vom Felde und die drei Weisen aus dem Morgenland. Hier in diesem Stall beieinander, das will mir gefallen. So sollte es überall auf der Erde sein. Dass dieses Kind das jetzt schon erreicht hat.
Aber eines ist mir klar geworden. Herodes darf von diesem Kind nichts erfahren. Ein Kind, ein Königskind, geboren hier in einem Stall und nicht in seinem Palast. Das rüttelt ganz schön an seinem Thron. Aber wir müssen es allen anderen erzählen. Der Heiland ist geboren. Der Retter ist geboren. Der Heiland ist geboren.